Guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Universumsfolge von Flaschendrehen. Wir sind heute einer zoologischen Sensation auf der Spur. Unbestätigten Gerüchten zufolge hat sich die Zootoka Vivipara pannonica, allgemein bekannt als pannonische Waldeidechse, hier in die Berge von Graz verkrochen. Möglicherweise ist das schon ein Zeichen auf Klimaveränderung. Angeblich gibt es Anzeichen, angeblich gibt es Spuren, die werden wir für Sie suchen. So, wo könnte da sowas sein? Sie haben eigentlich ganz gern so Plätze, wo dann die Sonne hinscheint, oder? Sollten wir dort hingehen? Psst. Sie könnten uns hören. Geworfener Kopfteil. Ah, nein, das ist keine Zootoka pannonica. Das ist eine andere. Das muss irgendwas anderes sein. Ja, stimmt. Aber wo eine ist, sind vielleicht die anderen. Schauen wir weiter. Die Behausung. Die Behausung der Waldeidechse. Und hier, gleich daneben. Zwei prachtvolle Exemplare. Zwei Prachtexemplare. Ja. Sie sonnen sich im warmen Moos. Unglaublich. Aber eigentlich müssen wir sie sezieren. Die wirklichen zoologischen Kenner unter Ihnen haben sicher schon bemerkt, es ist kein Lebewesen, sondern eine belebte Flüssigkeit, die wir gefunden haben. Was haben wir gefunden? Gefunden aus dem Hause Zanto. Haben wir ja schon gesagt, alle eine Familie heißen alle Zanto, die ganzen Waldeidechsen. Den Zweigelt Burgenland, beziehungsweise, was haben wir noch gefunden? Den St. Laurent. Ein kurzes Wort zu Zanto. Zanto ist Teil des Winzerkellers Andau, ist eine Gemeinschaftsproduktion von Wolfgang Peck und Peppi Omadon. Wie das schmeckt, kostet man es. Genau. Fangen wir mit dem Zweigel an. Das sind super Flaschen heute da. So, jetzt kannst du den echten Kopf der Waldeidechse nochmal herzeigen. So sieht die Waldeidechse aus. Echte Winefreaks haben natürlich immer Gläser mit, auch wenn wir auf Forschungsausflug im Wald sind. Gut. Schönen Vormittag. Wort zu dem Wein. Dieser Wein ist Falstaff-Sieger im Zweigelt Cup geworden heuer. Was ist dazu zu sagen? Ja, wohlriechende Eidechse. Also. So. Schön kirschige Nase. Durchaus, ja. Wobei da irgendwas Dunkles auch noch dabei ist, was 2010 fast ein bisschen verwundert. Weil es ja nicht so das heißeste aller Jahre war. Prost. Genau. Schön angenehmer, runder Zweigelt. Ich bin jetzt kein so ein besonderer Zweigelt-Fan. Ja, nicht gesagt, oder? Sind wir schon zwei. Man muss aber sagen, sehr schön würzig eigentlich für einen Zweigelt. Also würde man jetzt so, von wenn Zweigelt draufsteht, nicht erwarten. Und passt, glaube ich, sehr gut zum Essen. Ja, also es ist jetzt ein schöner, unkomplizierter Wein, genau. der sich gut mit einem Essen, glaube ich, kombinieren lässt. Suchen, finden, ja. Unschwierig trinken. Möglicherweise sind in Ihren Wäldern auch. Genau, vielleicht finden welche Sie vergraben. Das finden Sie ihn auch in einem alten Baumstumpf versteckt. Na gut. Mal schauen, was wir noch gefunden haben. Was sich also noch in die Steiermark verirrt hat. Zanto. Wissen wir schon. St. Laurent. Okay. Da ist vielleicht interessant, dass Zanto vermutlich eine der größten Anbauflächen für St. Laurent, was ja eine sehr komplizierte Sorte ist, österreichweit im Ertrag hat. Und bevor wir kosten, noch ein
kleiner Tipp an die da draußen, die den St. Laurent schon öfter wo gelesen haben und grundsätzlich immer der Meinung waren, den müsste man Saint Laurent aussprechen. Tun sie das nicht, sie outen sich dadurch als Nichtkenner. Der heißt wirklich St. Laurent. St. Laurent ist eine Sorte, die sehr, sehr stark mit den Burgundern verwandt ist. Ist vielleicht so der Großneffe des Pinot Noir. Mhm. Heißt trotzdem St. Laurent. Ja, aber ist genauso zickig wie der Burgunder. Mhm. Im Weingarten. Schauen wir mal, wie die Zicke riecht. Ganz unzickig. Ja, schöne Bärenaromatik. Allerdings. Eher so ich weiß gerade, so gut passt, so also Wald-Erdbeeren. Waldbeeren. Wirklich schön. Also eine schöne Säure kommt da durch. Mhm. Ganz, ganz frisch und elegant. Super Tannin. Schöne Säure, ist jetzt schlanker als der Zweigelt, ja, deutlich, aber wenn es ein Burgunder-Typ ist, erwartet man sich fast gar nichts anderes davon. Mhm. Man muss dazu sagen, 13% Alkohol, jetzt nicht der schwächste Genosse, auch 2010, und ideale Trinktemperatur steht da hinten auf der Bedienungsanleitung, ist nämlich eine drauf, 16 bis 18 Grad Celsius, also wir dürften ihn gerade zur richtigen Temperatur gefunden haben. Genau. Stellen Sie sich vor, der liegt noch länger, der heraus, ja, und wartet auf uns. Genau, und lässt sich in der Sonne aufwärmen. Ja, schöne Weine, oder? Genau, sehr schöne Weine, guter Fund. Ja. Wir freuen uns. Wir werden in Zukunft öfters Weine suchen gehen. Ja, genau. Schauen wir, was wir auch finden. Wenn Sie auch mal im Wald einen Wein finden, schreiben Sie uns das, posten Sie uns das, vielleicht auf Facebook oder sonst irgendwo. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und Ihre Funde. Prost! Die Zootoka, Zootoka, Vivitara Pannonica. Vivipara Pannonica. Vivipara Pannonica, okay. Vivitara Pannonica. Was? Vivipara. Okay, kleiner Moment. Zootoka, Vivitara, Vivipara, scheiß drauf. Zootoka, Vivipara Pannonica. Zootoka. Sich die Zootoka Vivipara Pannonica, allgemein bekannt als Pannonische Waldeidechse.